Hola! Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Oh, das könnte ich ja jetzt sogar automatisch machen. Zu Let's Play Rome Total War 2, Rise of the Republic. Ich dachte, die zwei Armeen sind heftiger, aber das ist. Aber ich habe eigentlich gesagt, dass ich die spielen werde, aber ja, okay, spielen wir. Also, das Schwere bei dem ist jetzt. Sind wieder die Fährenkämpfer, aber die kann er im Wald sowieso nicht gut einsetzen. Aber ich frage mich, warum der sich da hingestellt hat. Das macht eigentlich wenig Sinn. Also, ja, es sei denn, er wollte eine dritte Armee noch mitholen. Nee, ich mach Regen, weil dann kann sein Friendly Neighbor. Kann dann nicht Feuergeschoss machen. Ich zwar auch nicht, aber das macht mir gar nichts aus. So. Eigentlich muss ich hier das checken. Also den Wald checken. Weil er mir sonst da einen kleinen Hinterhalt machen könnte. Es nähert sich feindliche Genau, ja. Unterstützung. Feindliche Einheiten. Verstärkung. Whatsoever. Ist da. Hat er ist die stationär. Ja, Entschuldigung, Pech für dich. Wobei es durchaus sein kann, dass sie von da. Ja, also sie kann auf jeden Fall bis hier schießen. Da ist es doch nicht so Pech für dich. So. Der stellt sich extrem breit auf. Also wirklich extrem, extrem. Was machst du denn jetzt schon wieder? Okay, also hier sind ein paar Dinge. Schau mal, was der jetzt macht. Warum? Ah, okay, jetzt muss ich schnell sein. Warte, die habe ich. Genau. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Schnell, schnell, schnell. Der kommt bis hier. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut, dass der so weit kommt. Vor allem hier, der schützt sie sehr gut. Der macht das gerade sehr gut. Der macht das gerade sehr gut. Nicht schlecht.
Und hier jetzt weiß ich nicht wirklich, wo ich mich fokussieren kann. Einheit macht genau Moral. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnell nachladen. Gut, der hat den vergessen. Was echt seltsam ist. Okay, der hat das auch verpennt. Das ist schon mal gut. Das ist auch gut. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh, ja, ja. Das war nicht gut. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Bogenschützen müssen jetzt hier die Fernkampfplänkler platt machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kavallerie geht jetzt in Angriff über. Ja, das hat ja gut geklappt. Der feindliche General ist tot. Die Römer sind bereit, ihre Nachkampf-Infanterie. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hierhin. Du kommst auch dahin. Jeder wird nochmal gut gepusht. So, jetzt habe ich sie. Ja. Verluste 500. Ja, ich dachte eigentlich, der holt sich mehr. Aber das hätte er gemacht, wenn er voll gewesen wäre. Gut, ja, die Pferde haben nicht sehr viel gekillt, aber gut abgelenkt. Die waren alle relativ gut bei 100. Also kann nicht klagen.
Und alle sind, ja, hochgelevelt. Und die Generäle habe ich auch alle wegbekommen. Das war sehr schön. So. Dann kannst du eigentlich dich einbunkern erstmal. Hier mache ich einen Militärhafen rein. Und du stellst dich mal am besten, ja, eigentlich... Nein! Nein! Stopp! Du musst, dich erstmal heilen. So. Habe ich noch irgendwas zum Bauen? Ja, das da, aber das brauche ich nicht. Genau, hier habe ich ja... Öffentliche Ordnung brauche ich nicht. Ja, nochmal. So, so, so. Gut, die kann ich alle noch nicht. Den brauche ich nicht. Gut, dann... Ist das? Ah, genau. Manipulieren, bitte. Und dann... Ah, genau, der ist gerade gegangen. Gut, Fortschritt ist immer gut zu unterdrücken. Und weiter geht's. Ah, Mann. Also... Die hat es schon wieder gemacht. Das ist so, so heftig. Aber vielleicht hat sie sogar einen Söldner zum Rausgehen gebracht. Das wäre sogar noch ja, logischer oder wahrscheinlicher. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung und weiteren kommenden Einigungen. Turner nicht. Dann halt nicht. Und jetzt, jetzt sehe ich ein tolles Schiff. Ah, der nächste Agent. Eine Tochter wird erwachsen. Ja, aber welche? Natürlich eine Nummer. Hä? Warte mal. Ein feindlicher Wille. Ja, aber hier habe ich 20. Hä? Das ist seltsam. Und der da hat immer noch 20. Ja, gut. Fehlleitung und hier, geh mal hinterher. Und schau, der kann nicht zweimal. Nein, Attentat. Willkommenes Scheitern ist sowas von nicht willkommen, weil du bist gescheitert. So. Ah, meine Spionin ist wieder da und jetzt bitte töten. Yeah! Halleluja! Oh. Hallo. Ja, ich gehe mal hier in die Richtung. Upsi, da sind ja noch ein paar. Dann werde ich mal mit dir... Mit dem Ende des Let's Plays werde ich mal Richtung, ja, Front gehen. Gut, sollte ich dann vielleicht noch eine Armee ausbilden? Ich meine, ich habe ja mehr als genug Dudes.
Genau, die können wir bilden. Dann bilden können wir noch die da. Dann zur Schule geht noch der da. Und zur Schule geht noch niemand weiters. Okay. Vielleicht kann ich nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich kein Geld mehr. So, warte, du gehst jetzt zu Tachos. Und du gehst jetzt zu Alalia. Und du gehst jetzt zu, keine Ahnung, Dida. Und du gehst jetzt zu, keine Ahnung, ich würde sagen, Dida, Räter. Und du gehst nirgendwo hin. Du gehst nirgendwo hin. Du gehst auch nirgendwo hin, weil ich kein Geld mehr habe. Gut. So, was machst du? Dahin bitte, dahin. So. Dann weiter. Syracuse mag uns jetzt auch nicht mehr. Das heißt. Oh. Oh. Wieso gehen die da weg? Ich verstehe es nicht. Die haben 4 Fullstack-Armeen da oder 3 Fullstack-Armeen und die greifen mich nicht an. Und ich spiele auf schwer. Das einzig Schwere an dem ist jetzt das, die ganzen Agenten und die Bürgerkriege. Ach, come on. Das war aber früher ehrlich gesagt schwerer. Mit klugen Taktika. Taktika. Noch weiter. Das ist gut. Störung. Kind ist geboren. Ja, minus 24. Also das ist echt interessant, weil Neapolis ist mein Klientel. Und der macht die ganze Zeit hier Störungen. Die ist doch gestört. Genau, und hier ist eine fette, hier ist eine fette und hier ist eine fette Armee. Und damit hätte er locker wenigstens hier angreifen können. Aber nö, macht er nicht. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Das da. Ist das Gold? Heißt das, dass da Gold ist? Bernstein. Ach, hör auf, hier ist Bernstein. Ach, hör auf, wie kann denn hier Bernstein hin? Ach so. Ah. Alter, wie. Wieso ist denn überall Bernstein? Ui. Genau, da gibt es ja die Bernsteinberge. Also da sind überall in den Bergen Bernsteinvorkommen. Stimmt ja. So, warte. Dann gehe ich mal hier hin. Und du. Ja, was machst du? Ja, holst mal die paar Söldner und schlechter Ruf in Verruf gebracht. Euer Würdenträger hat sein Ziel erfolgreich in Verruf gebracht, wodurch sich der Charakter wertlos fühlt. Oh. So,
So. Okay, dann scouten wir mal weiter. Du tötest mal den schnell. Du schaust mal, was hier so ist. Und dann geht's gleich weiter. Der hat noch. Hier, Level 9. Alter, das ist ein fetter Typ. Also ein cooler Typ. Neapolis, minus 100. Der ist. Du machst die ganze Zeit Militärdinger gegen mich. So. Gut, dann weiter. Ah, jetzt greift er endlich an. Wow, ich habe einen Typ Garnisonsarmee. Ich mach mal aggressiv. Vielleicht bekomme ich ein Schiff. Aber bestimmt nicht, weil der so nicht spielt. So. Was dafür? Hast du ein Level abbekommen? Tja, ich würde sagen, da geht jetzt meine fette Fußdeckerarmee hin. Ich hab's gerade irgendwie mit Fett. Und vernichtet diese in einem kleinen, netten Gefecht. Vor allem, da sind jetzt zwei, das heißt, die können nicht. Und die sind in der Stadt, das heißt, sie können nicht fliehen. Das ist sehr schön. Gescheiterte Bestechung, das ist gut. Agent und Council, ja, okay. Störung, Elendsviertel. Oh. Okay, das ist sowas von uninteressant. Habe ich das echt jetzt vergessen, hier wieder was hinzubauen? Ja. Good job, Tobi. So, einmal bitte umstellen. Und du kommst mal auch her. Und ich habe wieder einen Mordauftrag für dich. Und für dich. Nee, ah, stimmt, das da ist ja Mörderin. Ha. Tja, genau, du gehst hier weiter. Was? 84? Warum? 84%. Ja, 23. Okay, dann. Ne, das mache ich dann nächstes Mal. Nächstes Mal mache ich hier die fette Schlacht. Oder die. Ne, die kleine Schlacht mache ich automatisch. Ja, 84 ist jetzt auch nicht so schlimm. Vor allem hier, ja, wenn ich ausgeglichen mache, dann schickt er seine. Schickt er die. Die Kavallerie nicht so aggressiv vor. Und ich würde sagen, nächstes Mal machen wir hier die fette Schlacht. Und zwar die wirklich fette Schlacht. Also es sind jetzt insgesamt 4 Fullstacker Armeen. Also hier fast 2000. Und. Also. Bei mir sind es 3000. Rechnen, Kopf rechnen, komm. 3400. 3500. Und hier sind es 3700. Passt. Gut. Das machen wir dann nächste Runde. Und.
Und ja, dann, also wenn ich das da habe, dann ist Taras eigentlich fast Geschichte. Gut. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.